Ja, kommen wir mal zurück zum Tivoli. 11.000 Zuschauer bei mir, Adam Matuschek. Super Spiel, 2:2. Kann man mitleben? Kann man mitleben. Wir sind, glaube ich, sehr zufrieden mit unserer Leistung. Auch wenn ein bisschen Quäntchen Glück vielleicht sogar mehr drin gewesen wäre, gerade am Ende. Aber nichtsdestotrotz, hier vor so einer Kulisse zu spielen, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Die Jungs haben es sensationell gemacht, auch gerade am Ende. Noch nach dem Rückschlag wieder zurückzukommen. Also ich denke, wir können heute zufrieden nach Hause fahren. Nach dem 1:0 so ein bisschen der Teft in Aachen, schon nach Aachen gegeben? Ja, genau. Irgendwie war das, weiß ich nicht, dass wir irgendwie in den Köpfen dachten, ah, jetzt haben wir was zu verlieren, jetzt führen wir hier 1:0. Wir haben ja aufgehört, so ein bisschen Fußball zu spielen. Haben uns immer mehr nach hinten reindrängen lassen, nur mit langen Bällen operiert dann. Und wir wussten, dass die Aachener gerade bei Standardsituationen auch sehr gefährlich sind. So machen wir dann auch das 1:1. Wir haben dann versucht, das in der zweiten Halbzeit besser zu machen. Zweite Halbzeit, wie ist der Trainer mit euch denn zur zweiten Halbzeit rausgekommen? Mit welcher Devise? Ja, wichtig war für uns, dass wir kompakter stehen, also gerade die langen Bälle, dass wir dann auf die zweite Welle besser organisiert sind dann letztendlich. Und ich denke, das haben wir auch übers Spiel hinweg sehr gut gemacht. Also ja, lange Bälle kann man nicht immer verhindern, gerade die Stürmer vorne sehr wuchtig, auch schwer zu verteidigen. Aber so eine richtige Torschance jetzt aus dem Spiel hatten wir jetzt nicht wirklich. Ich denke, das haben wir echt gut verteidigt. 2:1 war ja ein Traumtor bei Freistoß bei Alemannia, ne? Genau, wir wussten, dass er schon einen Mordschuss hat. Dass er ihn aber so genial trifft, trifft er, glaube ich, nicht alle Tage. Und, ja, aber deswegen umso positiver und erstaunlicher, dass wir dann trotzdem noch zurückkamen am Ende. Dann auch das 3:2 auf dem Fuß gehabt, aber ich glaube, insgesamt ist das 2:2 dann nicht okay. Aber so ein Führungstreffer hat man doch schon ein bisschen den Knackpunkt im Kopf, ne? Hat aber schnell weggesteckt, ne? Ja, genau. Dann haben wir, das war das irgendwie, nach dem Rückstand war es wieder so in den Köpfen, ah, jetzt haben wir nichts zu verlieren. Dann haben wir wieder ein klein bisschen besser, mehr Fußball gespielt. Und ja, wir müssen das irgendwie reinkriegen, dass wir selbstbewusster in die Spiele reingehen, dass wir uns mehr fußballerisch zutrauen. Ich denke, das haben wir, dieses Potenzial haben wir in der Mannschaft. Und wenn wir das ja von Anfang bis Ende durchbringen, dann ist es schwer gegen uns zu gewinnen, denke ich. Die beiden ersten Spiele, du bist ja ein alter Hase, sag ich jetzt mal, ne? Hast ja Erfahrung ohne Ende. Wie wird's denn die ersten beiden Spiele jetzt in der Regionalliga mit deiner Mannschaft? Ich denke, ein guter Start. Also das erste, da lag der Druck schon auch so ein bisschen bei uns, ne? Zu Hause gegen Mitaufsteiger. Hat jeder erwartet, ja, das müssen wir gewinnen. Haben wir auch souverän gelöst. Dann hier war es jetzt ein Highlight, wo wir nicht viel zu verlieren hatten. Hat die Mannschaft trotzdem super dann auch am Ende gemacht. Also ich denke, mit den ersten beiden Spielen können wir zufrieden sein. Beste Werbung heute für den ersten FC Düren. Denke ich schon. Wir haben einige Leute was gesehen und am Ende wird es darauf hinauslaufen oder wird es wichtig sein, über die Saison hinaus konstant so eine Leistung zu bringen. Dann denke ich, werden wir unsere Ziele auch erreichen. Vielen Dank.